Vielen Dank, Arthur Hermani, für die wunderbare Musik. Arthur Hermani ist Autor und Musiker. Er widmet sich mit Texten und Liedern ganz dem Thema der Nachhaltigkeit. Als Songwriter am Piano bewegt er mit seinen Zukunftsliedern auch zu den oft sperrigen Themen wie Klimaschutz, Mobilitäts- und Agrarwende und präsentiert sie auf unterhaltsame und humorvolle Weise. Als Salonmusiker begleitet er am Piano Vernissagen, Empfänge und private Feiern. Liebe Gäste, liebe Freunde, liebe Diana Beermann, ich grüße Sie alle recht herzlich und freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Die Galerie Kavisamba versteht sich als Raum und Garten der Möglichkeiten. Sie liefert Informationen und Inspiration zu Kunst und den ausstellenden KünstlerInnen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Dieses beflügelte Wort beschreibt sehr gut die Wichtigkeit von Kunst und Kultur für das Wohlbefinden von Menschen. Kunst- und Kulturprojekte tragen entscheidend zur Lebensqualität bei, da sie Ausdruck von Kreativität und Individualität sind. Was hier in der Galerie Kavisamba mit unvermindertem Engagement und Leidenschaft erschaffen und gelebt wurde und ungebrochen Gäste aus der Region und dem Hamburger Umland nach Haselau gezogen hat, sind die Inhalte, von denen sich Besucher angesprochen fühlen und diese Ausstellung zu Publikumserfolgen machen. Heute dürfen wir die Einzelausstellung von Diana Beermann begrüßen. Die Uetensener Künstlerin und ausgebildete Fotolaborantin entwickelte ihre Liebe zum fotografischen Realismus in den 70er Jahren. Diese Kunstrichtung erfordert aufgrund ihrer mikroskopischen Genauigkeit ein hohes Maß an Disziplin. Oft staunt der Betrachter ihrer Bilder über diese ungewöhnliche Präzision und Detailgenauigkeit und seiner Wirkung. Sie entfernt sich bewusst von surrealen, abstrakten oder fantastischen Darstellungen. Weitere Schwerpunkte ihrer Arbeiten sind der Hamburger Hafen sowie maritime Themen. Für ihre Werke verwendet sie hauptsächlich in einer von ihr entwickelten Technik Ölfarbe und Aquarellmischtechnik. Diana Isabella Beermann zählt zu den wenigen norddeutschen Künstlerinnen, die sich dem fotografischen Realismus verschrieben hat. Musik.
Ihre Serie Wald und Vergänglichkeit, die sie für diese Ausstellung gestaltet hat, nimmt den Aspekt der Erinnerung und den darin verborgenen Chancen eines Neubeginns in den Fokus. Das sind die Bäume, die ich dann immer gleich mit aufsetze auf die Bilder, weil das einfach Natur und Technik wunderschön zusammenpasst. Die Natur holt sich alles wieder zurück. Ist das nicht klasse? Das ist mein Motiv. So, wenn ich sowas sehe, sowas Uriges. Also dieses lebendige, kaputte, guck dir das an. Ist das nicht wunderbar? Das werde ich malen. Sind meine Ideen, das heißt, das ist ja eigentlich gar nicht meine Idee, das sind die Ideen, die ich dann irgendwo auf dem Bild als Hintergrund nehme. Guck mal hier. Die werden aber nicht mehr lange überleben, leider, weil das da anfängt zu faulen. Ist das nicht Wahnsinn? Den haben sie schon abgenommen, den Ast. Der war ja auch da dran, der ging ganz weit rein. Wahnsinn, ne? Mhm. Guck mal, Lene, das sind die Bäume, die ich dann so als Hintergrund nehme, wo du richtig diese Rinde siehst, dieses verwarzte, wunderschön gewachsen. Das sieht doch schön aus, auch die Farben, ne? Das gefällt mir. Ach, das ist schön in der Natur. So diese Zeichnung, das ist doch einfach wunderschön. Und das zumal, dass ich selbst hier diesen Pilz dann noch reinsetze und die Risse und so halbrund Patina angesetzt, also Kupferlegierung. Guck, und wenn du das jetzt im fotorealistischen Stil malst, dann sagen sie alle, das gibt es nicht. Das ist nicht wahr. Die Natur ist faszinierend. Das ist, was mich reizt. Das, um weiterzugeben. Das ist nicht urig. Wie breit die Wurzel sind. Guck mal, wie weit die Wurzel darüber geht, nach rechts noch, wie eine Höhle da unten. Und guck mal nach links, wie weit die Wurzel allein nur von dieser Baumgruppe. Das ist doch faszinierend, welche Kraft da drin steckt. Wow. Zum Beispiel auch wieder so ein Motiv, wo ich sage, faszinierend, wie alt der Baum sein muss. Das ist ja Wahnsinn. Das ist die Wurzel und... Oh, 1000 Mücken. Ist das schön. Aber der arme, schöne Baum, ne? So ist alles... Alles geht zu Ende. Irgendwann mal. Das hier ist die Dampfmühle von früher im Langestan, die nachher gesprengt wurde. Die wollte ich malen. Ich habe einen Teil mal als Radierung gefertigt. Vielleicht stelle ich das auch aus. Aber erstmal möchte ich natürlich zum Wasser. Ich male leidenschaftlich gerne maritim, Schiffe, kleine Inseln, Muscheln, Fische. Das zeige ich euch auf der Ausstellung. Tschüss! Thank you.
Zu guter Letzt noch zwei Veranstaltungstipps. Am 10.06. um 19 Uhr wird Frank Parfumat uns mit den Klängen seiner Langhalslaute, poetischen Worten und fein abgestimmten Düften verzaubern. Er beschreibt mit lyrischen Worten die Entstehung eines Parfums, welches nach und nach den Raum erfüllt und die Nase erfreut. Der Eintritt kostet 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich. Am 12.06. findet ein Tag des offenen Galeriegartens statt. Der Garten ist dann von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Wildgarten, in dem zahlreiche Wildkräuter wachsen, Rosenblüten, wohin man schaut, ein Naturteich, alte Baumbestände. Der Blick zur Haselauer Kirche, nach Westen der Blick in die Ferne, laden ein zum Verweilen und Innehalten. Zu sehen sind im Garten Skulpturen aus Simbabwe von Moses Djerutwe, in den Galerieräumen Kunst von Diana Beermann, als Gastkünstlerin wird Susi Bohm aus dem kleinen roten Haus in Kiebitzreihe das kulturelle Angebot mit einer Lesung im Garten um 15 Uhr ergänzen. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung zur Gartenführung um 13 Uhr, bei der auch fotografiert werden darf, ist wünschenswert. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen.